darf Sie ganz herzlich begrüßen. Wir sind ja jetzt im Rahmen der Ästhetik der religiösen Begegnung von der Humboldt-Universität mit dem Thema heute Ökologie und Pandemie. Was können wir von der Covid-19-Erkrankung lernen? Mein Name ist Professor Harald Mattes. Ich bin ärztlicher Leiter und Geschäftsführer des Gemeinschaftskrankenhauses Havelhöhe. Wir sind eines der Level-2-Krankenhäuser, das heißt der Schwerpunktkrankenhäuser für die Covid-19-Versorgung, haben sonst aber auch den Ansatz, dass wir anthroposophische Medizin, und das heißt integrative Medizin, machen, wo wir konventionelle und komplementäre Medizin miteinander verbinden. Mein Name ist Christian Grah, ich bin Facharzt für Pneumologie und leite hier das Lungenkrebszentrum in Havelhöhe. Gleichzeitig bin ich durch die Atemwegserkrankungen mit der Covid-19-Pandemie natürlich viel beschäftigt und versuche hier die Aspekte, die uns bewegen in der Pandemie, eben in diesem Zusammenhang auch mit voranzutreiben und zu entwickeln. Das Thema Covid-19 beschäftigt ja nicht nur die Medizin, sondern die gesamte Gesellschaft derzeit. Und da ist es mir wichtig, dass wir vielleicht uns erstmal im Klaren sind, was bedeutet eine Infektion. Wir haben ganz lange, und zwar gerade in Berlin, wo wir ja mit Robert Koch und der Charité vor 100 Jahren die Begründung der sogenannten Bazillentheorie, dass nämlich bestimmte Bakterien, bestimmte Bazillen Krankheiten übertragen können, ja Weltfortschritt geleistet. Das heißt, es war damals das Kindsbettfieber auch, aber auch die Tuberkulose, wo eben identifiziert wurde, dass Bakterien für bestimmte Erkrankungen entsprechend verantwortlich sind. Und das hat dazu geführt, dass eben die Hygiene entwickelt wurde, dass man eben wusste, dass auch Operationen unter starken hygienischen Maßnahmen zu erfolgen haben. Und daraus ist dann etwas entstanden, dass eigentlich Bakterien und Viren eher wie so kleine Feinde gesehen wurden in der Medizin. Die gilt es zu vermeiden, da gilt es sich vor zu schützen. Und deshalb hat man sie auch immer Pathogene genannt. Das heißt also, Bazillen sind Pathogene, die uns krank machen können. Und da haben wir nun gerade in den letzten 20, 30 Jahren einen Riesenwandel erleben können, dass nämlich wir heute wissen, dass wir ohne die Bakterien und ohne die Viren gar nicht leben könnten. Das heißt, wir haben heute ein Mikrobiom, das ist die Gesamtheit der gesamten Bakterien, die am und im menschlichen Körper leben. Aber genauso haben wir auch ein Virom, das sind etwa 1200 verschiedene Spezies an Bakterien, die zum Beispiel im Darm leben. Aber auch 2400 verschiedene Viren, die wir in unserem Organismus haben. Und da ist es so, dass wir eine Gemeinschaft bilden, wo wir heute wissen, dass unser Immunsystem, wenn wir diese Bakterien und diese Viren nicht in uns am Körper hätten, könnten wir keine differenzierte Immunität ausbilden. Und sie ist lebensnotwendig. Und wir wissen sogar heute, dass alleine mit der Geburt, wenn wir durch die normale Geburt, durch den Vaginalkanal kommen, dass wir dort schon einen ganz großen Reichtum an Bakterien in uns aufnehmen und dass es ein wichtiger Schritt ist. Wir können anhand des Mikrobioms am Darm zum Beispiel noch nach 6 bis 8 Jahren sehen, ob jemand über einen Kaiserschnitt geboren wurde oder ob er eben natürlich entbunden wurde. Und das geht dann gleich weiter, dass man eben als neugeborenes Kind auf die nackte Haut der Mutter kommt, dann aber auch schon fängt Milch an zu trinken und wir dann andere Bakterien, Milchsäurebakterien, Bifidobakterien haben. Das heißt, wir haben ein großes Spektrum, was uns alleine in den ersten 3 Tagen, wenn wir die Welt betreten, konfrontiert sind und was dazu führt, dass wir eine hochspezifische Immunantwort darauf geben können und dass sich unser Immunsystem nur dadurch differenziert, dass wir uns mit diesen Bakterien auseinandersetzen. Das heißt, ohne die Bakterien und die Viren können wir gar nicht leben, sodass wir heute sogar eine umgekehrte Sichtweise haben, dass Bakterien und Viren nicht schädlich sind, sondern dass wir sie für unsere Autonomie, dass wir uns nämlich gegenüber der Umwelt behaupten können, dass wir diese brauchen. Und Immunität heißt nichts anderes, als dass ich eine Struktur habe, mit der ich das Nicht-Ich fremde Strukturen unterscheiden können. Und deshalb heißt Immunität, ich habe gelernt, wer ich bin und kann mich gegenüber dem Nicht-Ich der Umwelt, der Außenwelt abgrenzen und habe ein System, was mich dort verteidigt. Und dieses Verhältnis, dass wir Bakterien und Viren brauchen, ist etwas, was wir nachher noch entwickeln werden, dass das für die Pandemie
und eine lösungsorientierte Strategie etwas ganz Wichtiges wäre, wenn wir nicht nur die Bazillen, die Bakterien und Viren als Feinde sehen, sondern dass wir sie auch als Freunde sehen können, die uns helfen, uns immunologisch zu differenzieren. Und jetzt haben wir die Tatsache, dass wir in den letzten 30, 40 Jahren zunehmend neue Infektionskrankheiten haben. Das heißt, wir haben Krankheiten, die es früher nur im Tierreich gab und die dann auf den Menschen übergesprungen sind. Und die nennt man Zoonosen. Und dazu gehört Covid-19 auch. Covid-19 ist eine Zoonose, die jetzt aus dem Tierreich, hochwahrscheinlich von Fledermäusen, die viele Coronaviren in sich tragen, und wo wir ja schon das SARS-1, die Vogelgrippe, vor 10 Jahren hatten, die als eine Atemwegserkrankung aus dem Tierreich übergesprungen ist, hatten wir jetzt 2019 eben die Situation, dass wieder ein Coronavirus, was große Veränderungen auf der Mutations-, auf der DNA-Ebene durchgeführt hat, auf den Menschen übergegangen ist und jetzt zu dieser Infektion geführt hat. Und warum sind Zoonosen erstmal so gefährlich? Weil unser Immunsystem jetzt mit Bakterien oder Viren konfrontiert wird, die es noch nicht kannte und wo das Immunsystem erstmal lernen muss. Auf der anderen Seite hat die Zunahme der Zoonosen ihre Ursachen auch in der Umwelt, dass nämlich die Diversität, das heißt die Vielfalt an Pflanzen und an Tieren in der Umwelt abgenommen hat und sich deshalb diese Bazillen, diese Bakterien und Viren nun neue Wirte suchen, und das sind jetzt der Mensch. Und deshalb gebe ich jetzt mal an Christian Grah, der sich ganz viel nämlich mit der Ökologie auch beschäftigt und der uns jetzt sagen wird, wie eigentlich die Mikroökologie des Menschen letztendlich ein Spiegel der Makroökologie unseres Erdorganismus ist. Genau, das ist ein Thema, aber vielleicht anknüpfend an das, was du, Harald, gerade gesagt hast. Erstmal ist das, wo wir im Moment stehen, auch die große Auseinandersetzung und Ratlosigkeit, die wir alle erleben im Hinblick auf Covid-19, eigentlich auch ein Spiegel einer langen Geschichte, nämlich der seit über 100 Jahren. Eigentlich ist es nämlich nicht so, dass das, was wir jetzt neu gelernt haben mit dem Mikrobiom, von Anfang an überhaupt nicht gesehen wurde, aber man kannte es noch gar nicht. Schon die Gründerväter der Zellularpathologie, die hier in Berlin ja gelebt haben, also Rudolf Virchow zum Beispiel, und dann die weitergehenden Erkunder der pathogenen Bazillen, also zum Beispiel Robert Koch und ein anderer großer Max Pettenkofer, haben hier in Berlin gewirkt und haben sich gestritten über diese Frage, ist denn der Wirt, also der Mensch, eigentlich das Entscheidende oder ist es das Bakterium? Und so ein erbitterter Streit ging eigentlich bis in die Universitäten hinein, sodass zum Beispiel Max Pettenkofer 1891 erbost Robert Koch gegenübergetreten ist und gesagt hat, ich beweise jetzt der wissenschaftlichen Welt, dass die Bakterien nicht das Problem sind, sondern dass der Wirt das Entscheidende ist. Obwohl er vom Mikrobiom ja nun noch nichts in diesem Sinne wusste. Und dann hat er öffentlich Cholera-Bakterien angekündigt, ich trinke jetzt hiermit eine Suspension Cholera-Bakterien und werde euch zeigen, dass ich das überlebe. Und das hat er angekündigt und hat es auch getan. Schönerweise hat er auch überlebt. Geändert hatte es allerdings an der dann sich doch den Siegeszug antretenden Entwicklung, dass die Bakterien und auch die Viren, die man damals noch nicht kannte, in dem Sinne eigentlich die verursachende Struktur für Krankheiten sind, dass dieser Siegeszug erstmal 80 Jahre lang stattgefunden hat und dann auch entsprechend Medikamente, gerade für Bakterien, entwickelt wurden, die jetzt aber in den letzten 20 Jahren zunehmend wieder zum Problem werden. Denn wir erleben ja alle weltweit, dass diese Medikamente, wir nennen sie ja Antibiotika, immer weniger wirken. Also das heißt, dass sich eben Resistenzen ausbilden, weil wir auch in einem Übermaß und einem Unsinn Antibiotika anwenden. Zum Beispiel für eine Bronchitis, eine harmlose Erkrankung, meistens von Viren, geben wir Antibiotika, obwohl alle Wissenschaft weiß, dass das Unsinn ist, wird es weltweit immer noch gegeben, aus vielen Gründen. Auch weil Patienten sagen, ich brauche dringend ein Antibiotikum, weil ich Husten habe. Und in diesem Sinne haben wir einen Zusammenhang verloren, den wir jetzt immer besser verstehen, nämlich dieses Mikrobiom auf der einen Seite,
Also das, was die Natur ausmacht, was uns umgibt und was eben die unterschiedliche Seite zu dem ist, was uns als Persönlichkeit, als Ich eigentlich ausmacht, aber mit der wir viel enger verbunden sind, als wir das früher dachten, dann verstanden haben, da gibt es Krankheitsursachen. Und jetzt kommt eben das Problem, dass diese Natur, von der wir uns immer mehr entfernt haben, sich viel stärker durch diese Zoonosen uns gegenüber zum Feind erklärt. Also wir haben diesen Zusammenhang verloren. Und wenn man das mal ökologisch anschaut, so ist dieser Zusammenhang ja auch in der Umgangsform, wie wir mit der Natur umgehen, immer weniger in unseren Handlungsalltag hineingekommen. Also, wenn wir nur die Urbanisierung der Gesellschaft anschauen, dann kann man sich fragen, wie ist das denn eigentlich gekommen, dass wir zu solchen Ballungszentren wie Wuhan zum Beispiel gekommen sind. Wir werden da vielleicht später gleich noch genauer drüber reden. Zunächst erstmal will ich aber sagen, es gibt Menschen, die sagen, seitdem die Menschheit überhaupt begonnen hat, sesshaft zu werden und damit ja eine Kultur entwickelt hat, an der wir heute anknüpfen, seitdem ist der Untergang der Menschheit vorhergesehen. Und da gibt es durchaus sozusagen prominente Vertreter dieser Anschauung, dass der Beginn des Untergangs der Zivilisation, der Menschheit, eigentlich dort begonnen hat, wo der Mensch begonnen hat, ein Haus zu bauen. Und aus ökologischer Sicht würde ich aber dem entgegenstellen, dass das ein Irrtum ist, dass wir hiermit das Kind eigentlich mit dem Bade ausschütten. Denn wenn man mal etwas differenzierter auf die Wirklichkeit der letzten 10.000 Jahre schaut, dann ist das mitnichten so, dass Kulturentwicklung und Kulturlandschaft eigentlich immer schon Zerstörung bedeuten muss. Sondern Kulturlandschaften haben eigentlich in der Beziehung zu Menschen auch etwas Gestaltendes. Ein klassisches Beispiel ist eigentlich Europa. Denn es gab hier vor 600, 800 Jahren eigentlich eine Waldlandschaft, die sehr artenarm war, in der eigentlich eine Überwucherung des Waldes dazu geführt hatte, dass die Vielfalt in der Natur eher überwuchert wurde von eben Waldwachstum. Und dann kam die Gestaltungskraft der Menschheit in Europa zum Tragen. Und es entstand eine viel diversere Natur, sowohl im Pflanzenbereich wie auch im Tierbereich. Also die Kulturentwicklung der Menschheit der letzten 800 Jahre hat nicht nur zum Verderbnis der Natur geführt. Die Beziehung ist eigentlich gekippt, als wir die Idee der Mechanisierung und der Ökonomisierung der Natur immer mehr in den Vordergrund gestellt haben. Und das ist erst 150, 200 Jahre alt. Und seitdem wir diese Idee eigentlich des maximalen Erwirtschaftens von einem Gewinn für uns in der Gesellschaft brauchen, entsteht eigentlich dieser Kipppunkt, der so ins Negative hineingegangen ist, dass wir jetzt vor dem Abgrund stehen. Also eine relativ kurze Geschichte seit etwa 200-300 Jahren, die diese Zerstörungsdynamik in Gang gesetzt hat. Und das merken wir in der Ökologie, dass wir jetzt in einer Klimakrise stehen, wo wir kurz vor dem Abgrund stehen. Und wir merken es in der Medizin, wo eben der Zusammenhang von dem uns umgebenden Mikrobiom über diese Zerstörung eben zu solchen hochpathogenen und damit uns auch wirklich gefährlich angehenden Erkrankungswellen, wie eben solche einer Pandemie, entsprechend überrennt. Und dafür ist Covid-19 eigentlich noch eine eher gutartigere Form dieser Attacke der Natur auf den Menschen. Wenn man das eben von Harald Mattes schon genannte SARS, dieses Vogelgrippevirus vor 10 Jahren anschaut oder andere Zoonosen, dann sind die noch deutlich gefährlicher. Also man sollte nicht naiv darauf schauen und sagen, ist doch alles nur Natur, sondern dieser verlorene Zusammenhang von Natur und Mensch als Identität, als eben ein Einzelwesen, der kann uns doch viel gefährlicher auch noch in den nächsten Jahren begegnen. Und wir sehen ja hinter uns hier die Covid-Station, wo unsere Covid-Patienten sind. Und wir beide sehen täglich eigentlich die lebensbedrohliche Seite des Covid-19s. Und insofern, glaube ich, müssen wir einfach sehr genau schauen lernen, was wir jetzt hier in unserem Gespräch ja auch tun wollen. Wo ist diese Krankheit eigentlich eine harmlose Auseinandersetzung mit diesem Problem und wo ist sie doch lebensbedrohlich? Und ich glaube, darüber reden wir jetzt weiter. Du hast ja jetzt neben der Natur auch die Kulturlandschaft gebracht und das ist ja etwas, finde ich, jetzt ganz Wichtiges, weil wir ja auch in der Medizin
eine Kippwende haben. Denn das eine ist ja, was von alleine oder natürlich als Naturlandschaft wachsen kann. Und eine Kulturlandschaft ist ja jetzt, wenn der Mensch eingreift und er kann sie eben ausbeuten und es kann die Natur zur Ressource werden. Wir können sie aber auch kulturell pflegen und wir können sie dadurch erhöhen. Wir können sogar entsprechend den Artenreichtum verbessern. Und daher kommen wir jetzt auf die andere Seite, die wir in der Medizin eben auch haben, dass wir nicht nur die Bakterien als Feinde und dass das, was Christian Grah gerade angesprochen hat, dass Bakterien und Viren sozusagen lebensnotwendig sind, wie ich das dargestellt habe, für unser Immunsystem, sondern dass wir eben sehen, dass die Frage eben ist, ist das Bakterium nun krankmachend oder ist es eigentlich unser Immunsystem stimulierend und gesundend, dass wir eben jetzt genau zu der Interaktion kommen, wie ist das Verhältnis des Bakteriums, des Virus zum Menschen, also zum Wirt, und dass wir eben auch sehen, dass wir neben dem pathogenen Ansatz, das ist ja ein Blickpunkt, was macht uns krank, was schwächt uns, wie die andere Seite in der Medizin haben, die nennen wir Salutogenese. Was hält uns gesund? Was macht uns widerstandsfähig? Was gibt uns Resilienz? Und diese Seite ist ja genau die Seite, die wir jetzt in der Komplementärmedizin, die wir in der traditionellen Medizin, die schon in der traditionell chinesischen Medizin, die in der ayurvedischen Medizin eben die vordringliche war, dass man eigentlich geschaut hat, wie kann ich wieder heilen, wie kann ich wieder sozusagen den Menschen seine Heilungskräfte aktivieren. Und die Interventionsmedizin, die wir jetzt in den letzten 100, 150 Jahren in der modernen westlichen Welt haben, ist ja etwas ganz Neues, die aber nicht so sehr mit den Ressourcen des Menschen arbeitet, sondern die hat jetzt gerade die Fähigkeit entwickelt, dass sie Organersatztherapien machen. Wenn wir gleich zu Covid uns das Krankheitsbild angucken, dann wissen wir, wir können heute die Lunge ersetzen durch eine künstliche Lunge, das ECMO. Wir können heute die Niere ersetzen durch eine Dialyse. Das heißt, die interventionelle Medizin, die macht eher einen Ersatz oder aber sie versucht, wenn wir eben schon Antibiotika gehört haben, gegen das Leben gerichtet eben Substanzen zu haben, die entsprechend das, was krankmachend sein kann, dass das unterdrückt wird. Und die andere Seite der Medizin, die jetzt versucht zu heilen im tieferen Sinne, aber auch die Heilungskräfte zu aktivieren, das ist das, was wir in der Komplementärmedizin haben und wo die anthroposophische Medizin eine Brücke baut zwischen diesen salutogenetischen Ansätzen und den pathogenetischen Ansätzen. Und daher nennen wir das integrative Medizin, weil die beiden Seiten berechtigterweise so viel wie möglich aktivieren und so wenig als möglich zu intervenieren, dass das der Grundsatz der Medizin sein muss, um möglichst den Organismus zu stärken. Wenn man sich jetzt anguckt, hat das noch viel mehr Implikationen, dass wir nämlich sehen, dass Krankheit häufig als etwas Passives aufgefasst wird. Das heißt, wir haben eine Gesundheit und jetzt kommt etwas, was uns bedroht und macht uns krank. Und es gibt ja so Reklamen, wo dann eben auch eine Batterie ganz lange ein kleines Männchen bewegen lässt. Und so denken sich auch viele Menschen, ich habe eben eine Gesundheit, das ist wie so ein Rucksack. Und der wird dann mit dem Alter immer weniger und irgendwann ist der Rucksack leer und dann bin ich eben krank und sterbe. Das ist aber nicht so. Es ist nämlich vielmehr so, dass Krankheit eher etwas ist, was uns immer in eine Einseitigkeit führt und dass die andere Kraft, was hält uns gesund, eine Kraft ist, die uns immer zum Ausgleich bringt. Und deshalb können wir zum Beispiel an einem einfachen Beispiel sehen, wenn wir untrainiert einen Marathon laufen, dann wird es so sein, dass ich total erschöpft am Ziel bin. Und es wird auch zu 80-90% so sein, wenn ich nicht gut trainiert bin, dass ich mich überfordert habe und ich werde einen Infekt bekommen. Ich bin auf einmal infektanfällig geworden und es kann sein, dass ich jetzt in den nächsten 3, 4, 5 Tagen einen richtig kräftigen Infekt bekomme, weil ich mich zu sehr ausgelenkt habe und meine Regenerationskraft überfordert ist, mich schnell zu regenerieren. Gucken wir uns den Gewinner des Berlin-Marathons an, dann ist er nach 2 Stunden schon geduscht, ist fit. So fit, wie ich erst vielleicht nach einer Woche dann bin. Und da sieht man, was er trainiert hat, sind seine Regenerationskräfte. Also er lenkt sich durch sein Lauftraining aus, dass er Spitzenleistung bringt. Er kann sich aber auch in sehr kurzer Zeit wieder regenerieren. Und das ist eine Kraft, die wir eben Salutogenese nennen. Und so können wir eben verstehen, dass Krankheiten immer Einseitigkeiten sind, wo der Organismus ausgelenkt wird in eine Richtung,
wie zum Beispiel entweder in die Entzündung oder das Gegenteil ist jetzt in die Sklerose, in die Verfestigung, und dass die gesundenen Kräfte immer versuchen, uns wieder in einen Mittelweg zu bringen. Und deshalb ist Salutogenese und deshalb ist Gesundheit ein aktiver Prozess, den wir jeden Tag von Neuem hinbekommen müssen. Und deshalb fühlen wir uns einen Tag mal etwas gesünder und einen Tag etwas weniger gesund, je nachdem, wie wir dieses Mittelmaß wieder finden und wie wir uns auch ausgelenkt haben, wie weit wir auch im Stress sind. Wenn ich dazu mal was sagen darf, Harald, ich glaube, das ist ein super Beispiel, was eben auch aus ökologischer Sicht wesentlich ist. Denn du hast gerade den Berlin-Marathon genannt. Das ist natürlich jetzt nicht für alle vielleicht so die richtige Bewegungsform. Aber als ehemaliger Marathonläufer muss ich sagen, man bewegt sich auch sonst ja in der Natur. Bewegen tun wir uns ja in der Natur. Und ich glaube, die Beziehung zur Salutogenese haben wir heute wissenschaftlich am allerstärksten schon erforscht im Hinblick auf unsere Bewegungsdynamik. Also bewegen wir uns viel oder bewegen wir uns wenig, hat einen immensen Einfluss auf unsere innere Abwehrfähigkeit. Und insofern ist das, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, was auch wissenschaftlich heute klar ist. Die Natur und unsere Bewegung als Einzelmenschen in der Natur hat etwas zu tun mit unserer salutogenetischen Kompetenz. Und Marathon ist ein Extrembeispiel. Waldbaden ist die Alternative. Das ist die Soft-Variante, aber es gibt viele Zwischenwege und jeder muss auch sein Bewegungsprofil ein bisschen finden. Aber nun bin ich Lungenarzt und sage, eigentlich haben wir das auch in uns. Ja, mit jedem Atemzug bewegen wir diese Natur in uns hinein. Das ist auch eine Bewegung, auch wenn wir uns nicht fortbewegen. Aber wir haben zwei Füße und durch die Technisierung der Welt, die wir ja über Kohlendioxidfreisetzung im Moment wesentlich sozusagen nutzen, entsteht eben ein Raubbau an der Natur, wo wir die Bewegung verkünstlichen. Also uns selber in unserem Organismus nicht mehr in die Natur hinein bewegen. Und dieser Zusammenhang ist wiederum ein eigentlich inzwischen heute wissenschaftlich geklärter in Bezug auf diese salutogenetische Kompetenz. Und ein zweites Beispiel, was ebenso wissenschaftlich eben eigentlich gegründet ist, von dieser Art sozusagen der Blickrichtung, die wir glauben, die verloren gegangen ist, das ist ein Megathema der Ernährung. Also, was nehmen wir uns denn eigentlich auf? Und für jeden von uns ist es doch klar, ohne Nahrungsmittel sind wir relativ schnell am Ende unseres Lebens. Und das Thema der Ernährung ist nun mal unsere Natur. Das sind die belebten Lebewesen, seien es Pflanzen oder seien es Tiere, die wir brauchen, um unser eigenes Leben zu erhalten. Und an dieser Stelle setzt der ökologische Blickwinkel wieder an und fragt ja, was nehmen wir denn eigentlich auf? Brauchen wir dafür eine künstliche Form der Gewinnertragssteigerung, oder haben wir damit nicht auch den Zusammenhang zur Natur eigentlich verloren, sowohl in Bezug auf die Art, wie schnell etwas wachsen soll, also Tierzüchtung oder Pflanzenzüchtung, als auch in welcher Entfernung zu mir selber wächst denn etwas. Also muss ich denn eigentlich die Papaya mit dem Flugzeug herbeifliegen oder kann ich auch die Tomate selber im Garten züchten? Und welche Beziehung habe ich damit zur Natur? Und das wiederum macht auch etwas mit der Qualität der Nahrung aus, abgesehen davon, dass ich mich fragen kann, wie viel Fleisch ist denn eigentlich für meine eigene Person die Kraft, die ich brauche, um meine salutogenetische Kompetenz zu stärken oder zu erhalten? Ja, aber ich würde ganz gerne jetzt dann doch auf das Krankheitsbild von Covid-19 kommen, denn das Interessante ist, dass wir ja bei der Covid-19-Erkrankung ganz unterschiedliche Verläufe haben. Kinder, Jugendliche können infiziert sein und haben gar keine Symptome. Und wenn es eben in den Altenheimen ausgebrochen ist, dann hatten wir eben eine hohe Sterberate. Das heißt also, das gleiche Virus macht ganz andere Krankheitsverläufe. Und das lenkt ja schon den Blick darauf, dass offensichtlich das Virus gar nicht so entscheidend ist, sondern der Wirtsorganismus, der sich mit dem Virus auseinandersetzt. Und es ist auch heute ziemlich gut jetzt beschrieben, dass eben die einfache Infektion mit dem Virus überhaupt nicht das Problem ist. Dann heilt nämlich die Infektion nach 10, 12 Tagen aus und das Virus ist weg. Und der schwere Verlauf, der uns im Krankenhaus beschäftigt, ist jetzt nicht eigentlich mehr das Virus. Das Virus ist manchmal dann schon eliminiert, das ist gar nicht mehr im Körper, sondern jetzt fängt eine Reaktion an, dass nämlich der Organismus mit seinem Immunsystem weiterarbeitet
und viel zu stark oder denkt, das Virus müsste jetzt noch weiter vernichtet werden. Es kommt zu einer Überentzündung, wir nennen das eine Hyperinflammation. Und diese Hyperinflammation verselbstständigt sich. Das heißt, die Antwort des Wirtes ist inadäquat auf das, was das Virus eigentlich als Infektion und Bedrohung auf den Organismus bringt. Und daher ist der schwere Verlauf bei Covid-19 eigentlich das hyperinflammatorische Syndrom, wo der eigene Organismus mit seinem Immunsystem jetzt nicht mehr differenziert eine Antwort gibt, sondern völlig undifferenziert wie ein Choleriker schreiend durch den Organismus rennt und den eigenen Organismus zerstört. Und dadurch kommt es zum sogenannten hyperinflammatorischen Multiorganversagen. Und die schweren Verläufe sind eigentlich eine nicht angemessene Reaktion auf das Virus. Und das scheint mir jetzt genau die Frage zu sein, dass wir eine Krankheit haben, wo eben die einen, die ein sehr gutes Immunsystem noch haben, die jungen Menschen, überhaupt kein Problem haben, mit dem Virus fertig zu werden. Die alten Menschen aber, wo das Immunsystem nicht mehr so stark ist und auch nicht mehr so differenziert ist und auch das Mikrobiom, das eigene Mikrobiom, deutlich abgenommen hat an Diversität, dass wir dort eben die Situation haben, dass eben nicht mehr sehr differenziert die Entzündungsreaktion abläuft und wir eine überschießende Reaktion haben. Deshalb wäre ja meine Frage, wenn die Krankheit so ein Spiegelbild ist, was ist das eigentlich, wenn der Mensch übermäßig Ressourcen aufbraucht? Oder wie weit hat er denn auch Rückwirkungen auf den Planeten Erde, der ja auch ein lebendiger Organismus ist? Pflegt er ihn oder haben wir immer noch die Haltung wie die Schulmedizin, Ressource und alles, was an Symptomen ist, wird unterdrückt? Denn wir sehen ja auch, CO2-Vermeidung ist das eine, aber sich zu überlegen, wie kann eine Landwirtschaft sein, die eben nicht durch Nitrate, durch Düngung das Letzte aus dem Boden holt, sondern wodurch die Landwirtschaft selber der Boden gepflegt wird. Und ähnlich ist es jetzt in der Medizin, wo wir jetzt eine Krankheit haben, die uns herausfordert, eben zu gucken, was ist wirklich das Pathogene und was ist das Salutogene. Denn ich werde gleich dann noch ausführen, dass die Therapien eben doch sehr unterschiedlich sein können. Und wo wir eben auch pathogenetische Ansätze und salutogenetische Ansätze haben, wie wir sie ja auch heute in der Ökologie finden und wo wir eben auch eine sehr einseitige, nämlich Reduktion von CO2, die Karbonisierung zu stoppen, aber eigentlich die Frage, müssen wir nicht mehr Pflege der Ressource der Erde im Vordergrund stellen, als dass wir die Ressource ausbeuten und sie für uns als Mensch nehmen? Also sind wir auch in einem guten Ausgleich Mensch und Erde im Sinne der Bilanz und des Gleichgewichtes? Ja, ich glaube, das ist gut beschrieben, wie komplex die Frage ist, weil auf der einen Seite haben wir eine harmlose Viruserkrankung, wo man lächeln kann zu sagen, warum regt ihr euch so auf? Und auf der anderen Seite haben wir eine vernichtende Situation, wo auch vermeintlich gesunde Menschen in kürzester Zeit dran versterben und wir größte Ressourcen aufbringen müssen weltweit, diese Menschenleben zu retten. Also genannt wurde die künstliche Lunge, die künstliche Niere, das Gerinnungssystem zerbricht zusammen. Und auf der einen Seite haben wir also deswegen die Notwendigkeit, schnell und effektiv zu reagieren und alle Ressourcen zusammenzubringen. Und das ist eigentlich das Problem des CO2s. Also, dass wir uns klar machen müssen, dass ein ähnliches Katastrophenproblem in der Klimafrage mit dem CO2 verbunden ist. Da haben wir 70% der Verursachung des Aufheizens der Atmosphäre mit verbunden. Und das bedeutet, ähnlich wie wenn die Niere zusammenbricht oder die Lunge zusammenbricht, wir müssen hier eine Art Notfallreaktion herbeiführen. Und das ist natürlich auf der anderen Seite auch wieder eine sehr einseitige Form der Therapie. Denn der Zusammenhang, den das CO2 ausmacht, der ist viel komplexer. Also wir müssen uns fragen, was ist denn sonst zum Beispiel in der Luft noch alles Zerstörerisches? Wir wissen inzwischen, dass jeder vierte Verstorbene an Covid wegen Luftverschmutzung verstirbt. Zumindest in Europa, zumindest in China und in den USA. Das heißt, die fehlende Sauberkeit, die wir erzeugen durch ganz andere Stoffe als nur des CO2, verursacht eine Aggravation, also eine Verschlimmerung dieser Krankheit, sodass jeder vierte Covid-Tote daran zugrunde geht. Was darüber hinaus im Klima zu bedenken ist, ist eben, wie ist unsere Beziehung zur Landwirtschaft?
wie ist unsere Beziehung zur Ernährung oder eben zur inneren Haltung, wie wir der Natur begegnen, zum Beispiel auch der Tierwelt. Und das ist ja eben ein ganz sprechendes, auch für diese Covid-Katastrophe, viel zu wenig im Alltag diskutiertes Problem, dass wir davon ausgehen müssen, dass die Fledermauswelt sehr entscheidend eben mit dieser Zoonose auf dieses Virus auf den Menschen weitergegeben hat. Und wie kommt das denn? Wenn man sich Wuhan einmal anschaut, dann ist es ja eine der Ballungszentren der wirtschaftlichen Entwicklung von China. Und wenn man sich China einmal ansieht, dann müssen wir sagen, diese Entwicklung in China ist ja auch gewaltig, eigentlich eine Verdichtung der Zivilisationsentwicklung, die die ganze Welt in den letzten 200 Jahren gemacht hat. Nochmal verdichtet auf vielleicht 30, 40 Jahre. Und das ist in Wuhan ein Ort, wo der größte Binnenhafen von ganz China ist, wo die Urbanisierung in einer Form stattgefunden hat, wie die Welt sie vielleicht nur an wenigen Orten sonst so kennt. Und auch die chinesische Kultur, so wenig sie jetzt im Detail von mir eigentlich durchdrungen ist, aber doch in einem Umgang mit der Tierwelt lebt, wie wir es aus unserer Art mit Fleisch zum Beispiel oder der Tierwelt umzugehen schon auch kennen, aber wahrscheinlich noch mal in einer viel gesteigerten Form in der chinesischen Kultur lebt. Und dass diese Entfremdung von der Tierwelt jetzt über diese Fledermauswelt zu einer solchen Krankheit führt, das kann dann mindestens aus ökologischer Sicht durchaus einmal zu denken geben. Ja, vielleicht komme ich dann doch nochmal jetzt wieder auf die Krankheit selber zurück. Und jetzt haben wir ja genau eigentlich so zwei polare Dinge. Für die jungen Menschen ein einfacher Infekt, für die alten Menschen eine hochgefährliche Infektionskrankheit. Und jetzt merkt man aber auch, solange es eben ein gutes Immunsystem gibt, solange unsere Ressourcen aktiviert sind, indem wir gesund sind, indem wir ein differenziertes Immunsystem haben, können wir gut damit umgehen. Und je mehr wir sozusagen altern, je mehr wir aber auch gegebenenfalls Vorerkrankungen haben, und du hast es ja schon angedeutet, der Bewegungsmangel, 80% unserer Zivilisations- oder unserer Krankheiten sind Zivilisationskrankheiten und haben etwas mit Bewegungsmangel, mit Übergewicht, mit Diabetes, mit der koronaren Herzkrankheit zu tun, die alle mit einer Ursache durch Bewegungsmangel haben, können wir eben sehen, dass diese Krankheiten deutlich diese Covid-19-Infektionen aggravieren oder zu diesen schweren Verläufen führt. Und jetzt sehen wir können auf der einen Seite sagen, wie können wir uns schützen? Durch Ernährung, durch nicht Stress haben, dass wir entsprechend gut ausgeschlafen sind. Dann wissen wir, haben wir einen deutlich leichteren Verlauf, als wenn wir überfordert, gestresst sind. Wir haben es beim medizinischen Personal gesehen, was eben übermüdet, was überfordert war, was dann eben auch schwere Verläufe bekommen hat. Und umgekehrt bei den älteren Menschen sehen wir eben, ja, da brauchen wir die moderne Interventionsmedizin. Aber, und das ist jetzt das Richtige, ist nun Covid gefährlich oder ist es ungefährlich? Diese Frage gibt sich nicht, sondern die Frage ist eigentlich, wie weit kann ich differenzieren? Und das ist jetzt das, was wir auch gesellschaftlich sehen, dass es eben von vornherein nur eine Strategie gab. Und die Strategie war, das Virus muss vernichtet werden. Die einzige Strategie war, es muss die Impfung kommen und jeder muss geimpft werden. Es wurde nie erwogen, ob nicht auch die natürliche Herdenimmunität in der jungen Bevölkerung gemacht werden kann. Was bedeutet es, dass wir dieses Virus ja gar nicht vernichten können, weil es eben aus der Corona-Familie kommt. Das ist eine große Virusfamilie, die schon immer bekannt war, dass sie viele Mutationen macht, die man also gar nicht ausrotten kann, sondern wo klar ist, das wird wie bei der Influenza, also bei der normalen Grippe, ein Virus sein, was sich immer wieder verändert und was mal mehr und mal wieder weniger ist. Und dass wir jetzt eine schwere Pandemie haben, hängt damit zusammen, dass es als Zoonose neu auf den Menschen übergegangen ist. Aber es wird jetzt im Menschen bleiben, es wird sich verändern, es wird wahrscheinlich attenuiert, abgeschwächt in den nächsten Jahren immer wieder als Infektionskrankheit auftreten, sodass wir eben jetzt sehen, es ist nicht schwarz oder weiß, es ist nicht nur Pathogenese, es ist nicht nur Salutogenese, sondern wir müssen jetzt gucken, wie kommen wir zu einer risikostratifizierten und für das einzelne Individuum angemessene Maßnahme. Denn das, was wir ja auch sagen können, medizinisch haben wir ja versucht, auch mit der anthroposophischen Medizin die Eigenaktivitäten
des Organismus zu schützen. Aber wir haben auch gesehen, dass die Entzündung, die zu starke Entzündung mit Colchicin, der Herbstzeitlosen, wunderbar auch mit beeinflusst wurde. Und trotzdem haben wir auch Cortison und die Herbstzeitlose zusammengenommen. Also das heißt, wir haben versucht, Ressourcen zu aktivieren und da, wo eben aber auch der Organismus sich nicht mehr helfen kann, auch zu intervenieren. Und wir machen das ganze Spektrum der Intensivmedizin mit ECMO, mit den Organersatzverfahren. Aber das, was wir jetzt gesehen haben in der Gesellschaft, ist, dass eigentlich eine schweigende Mitte sich gebildet hat und dass es dann aber so diese Hardliner gibt, die eben sagen, nur Impfung und Lockdown und es muss alles vermieden werden. Und wir jetzt aber auch merken, das ist keine Strategie hinter, sondern wir müssen uns ja in einen Dialog auch mit der Krankheit, aber auch in einen Dialog mit der Wissenschaft und der Gesellschaft begeben, um gute Strategien, die lösungsorientiert sind und die nicht, sag ich mal, pathogenorientiert sind. Und wir haben ja das erste Mal auch, dass Virologen, ich sage mal, schon fast staatstragend geworden sind und die Politik entsprechend beraten haben. Aber die haben eben ihren Fokus auf das Virus gerichtet. Die Politik hat sich sozusagen von denen beraten lassen und wir haben die Situation, dass wir eben auch in der Wissenschaft bis heute noch keine interdisziplinäre Leitlinie gemacht haben, wo die verschiedensten, die Intensivmediziner, die Internisten, die Pneumologen, die Kinderärzte, die Sozialmediziner, wo sie zusammen eigentlich mal eine Leitlinie gemacht haben, wie wir es sonst machen, dass wir zusammen beraten, was ist jetzt das beste Vorgehen. Und daher glaube ich, ist die Krankheit selber Anlass, in die Differenzierung zu gehen und zu gucken, wie es nicht nur Schwarz und Weiß gibt, sondern wie das gesamte Farbenspektrum ja zwischen Schwarz und Weiß sich ausbreitet, dass in auch eine Gesellschaft und dass auch die Covid-Erkrankung nicht ein medizinisches Problem ist, nicht nur ein soziologisches, nicht nur ein pädagogisches Problem ist, sondern dass wir eigentlich merken, wir müssen aufhören mit richtig und falsch, sondern in die Differenzierung zu gehen und ein tieferes Verständnis erreichen, wie eigentlich das Verhältnis von Mensch zur Umwelt ist, wie jetzt der Wirt zum Covid-19-Virus ist und wo ich glaube, er muss Anlass sein, das Ganze auch jetzt auf die Erde zu übertragen. Wie kommen wir wieder zu einer Diskussion, wie wir angemessene und nicht nur vermeidende, sondern eben zu einer angemessenen Verhältnis kommt von der Erde als lebendiger Organismus zum Menschen, der ihn auch braucht und wie kommt da ein Gespräch zwischen der Menschheit und der Erde zustande. Ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, hat ja in keiner Weise sozusagen den Hintergrund, dass wir sagen, Impfen ist schlecht, weil die Salutogenese so wichtig ist. Ich glaube, wir beide sind aktiv unterstützend damit tätig, dass jetzt möglichst schnell möglichst viele Menschen geimpft werden können. Also das ist eben auch eine Qualität dieses Diversen. Aber dann lass mich gleich sagen, wir sind ganz dafür, dass die Alten geimpft sind. Wir sind selber Impfzentrum geworden. Wir sind eines der Krankenhäuser, die sich am meisten jetzt dafür engagiert hat. Aber natürlich wollen wir genau die Risikomenschen, die es brauchen, die Hilfe und Unterstützung brauchen. Und deshalb sagen wir, die 60 sind ganz wichtig. Aber ob wir es richtig finden, dass die Schüler jetzt alle durchgeimpft werden, da haben wir ja auch gesehen, dass selbst die Nebenwirkungen der Impfung vielleicht schlimmer sind, als die Krankheit gerade bei einem Schüler etwas anrichten kann. Und deshalb geht es auch hier wieder zu differenzieren. Impfen ist nicht gut oder schlecht, sondern für wen hat sie Vorteile, für wen hat sie Nachteile? Und da in einen Dialog zu gehen, das wäre uns das Anliegen, dass wir differenzieren und nicht polarisieren. Ich fand es schon sehr bewegend, jetzt nochmal zu realisieren, was eigentlich nicht neu ist und längst vor Covid war, nämlich 2015, dass es diese Enzyklia Laudatio Si von Papst Franziskus gibt, der ja auch in dieser Erkenntnis der Klimakatastrophe sagt, wir brauchen eine neue Wechselbeziehung der Menschen zur Erde, obwohl doch eigentlich der christliche Glauben antritt, um eigentlich das Jenseits in den Mittelpunkt eigentlich der Menschheit zu stellen und die Göttlichkeit als sozusagen das höhere Gut und höchste Gut des Menschen einstuft, trotzdem jetzt diese Erkenntnis auch in der inneren Haltung in Glaubensrichtungen auftritt. Wir brauchen ein neues Verhältnis zur Natur. Wir dürfen die Erde als Organismus nicht aus dem Blick verlieren. Und ich glaube, diese Haltungsfrage
hat auch etwas zu tun mit dem jetzt aufwachenden Bewusstsein davon, dass eine monotheistische, also nur auf das Jenseits gerichtete und sozusagen auf ein Ziel gerichtete Entwicklungsmoment der Menschheit eigentlich ein Irrweg oder eben ein nicht in die Zukunft führender Weg ist, sondern in die Katastrophe hinein. Aber wir können ja auch vielleicht mal sagen, uns Anthroposophen wird ja häufig vorgeworfen, wir seien so esoterisch, wir seien sozusagen eher spirituell ausgerichtet. Und das wundert uns immer, weil wir ja auch große Leistungen aus meiner Sicht in der Medizin, wir sind die einzige komplementäre Medizinrichtung, die eben auch Krankenhäuser betreibt, die eben integrative Medizin im System, nicht nur bei Privatpatienten macht. Wir haben eben die Landwirtschaft mit den Demeterhöfen, wir haben die Waldorfschulbewegung. Also wir versuchen ja auch gerade die Welt zu bewegen, indem wir eine andere Haltung vermitteln. Und da können wir doch einfach mal anknüpfen und sagen, das, was die Physik uns vor jetzt mittlerweile ja 100 Jahren vorgemacht hat, dass es nämlich gar kein Gegensatz ist zwischen Geist und Materie, sondern dass wir eben klar sagen können, das sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Wenn wir wissen, E gleich M mal C Quadrat, dann haben wir eben in der Materie den zur Ruhe gekommenen Geistbegriff und umgekehrt können wir aus der Materie alles wieder in Energie umwandeln. Und daher ist das kein Gegensatz und das ist ja genau der Ansatz, den wir auch haben. Wenn wir genauso andächtig, wie wir gegenüber spirituellen Inhalten uns verhalten, gegenüber der Natur, und das bedeutet nämlich den Pflanzen und den Tieren, und das bedeutet auch, wie gehen wir mit den Tieren, wie gehen wir mit Tierzucht um, dass wenn wir diese Haltung eben doch auch jetzt durch Corona wachrütteln können, dass wir eben auch eine, sage ich mal, spirituelle Haltung gegen unserer Umwelt und Natur und auch der Reichtum und die Diversität uns ja auch bereichert und wo wir ja auch sehen, wie jetzt gerade das soziale und kulturelle Leben zum Erliegen kommt, wenn wir nicht in die Begegnung, wenn wir nicht als Menschen in den Austausch kommen, wie wichtig das eigentlich auch für das Spirituelle und für die Natur ist und daher ja wir ein ganz klarer Verfechter sind, dass eben die Natur auch nichts anderes als eine Offenbarung des Göttlichen ist, wie eben wir auch nur zum Spirituellen dies als Offenbarung nehmen können. Also du hast wahrscheinlich recht und dennoch muss ich sagen, wenn ich mal selbstkritisch schaue, wir haben ein Stück auch ein Problem, auch als anthroposophische Ärzte und Anthroposophen, dass wir zu sehr in eine oder andere Richtung gehen und das ist, glaube ich, uns auch manchmal vorgeworfen worden, dass wir zu esoterisch sind. Und deswegen versuchen wir gerade in der anthroposophischen Medizin zu zeigen, es geht zwischen Akutmedizin und salutogenetischer Medizin eigentlich ein Miteinander. Und dieses Aushalten können im Sozialen. Das heißt, ich habe eine eigene Position, aber ich interessiere mich für die andere Position. Sowohl im Glauben wie in der inneren Haltung, in der politischen Überzeugung. Das geht uns verloren, indem wir immer mehr in diese Polarisierung, auch im Sozialen, geraten. Und der Hintergrund aus meiner Sicht ist eben letztendlich eine in die Irre geratene Egozentrizität unserer Haltung, dass wir uns nur als die Einzigen in unserer Wahrheitserkenntnis sehen. Ja, das sehe ich gar nicht so, sondern ich sehe es ja so, dass wir hoffen, dass ganz viele Menschen, und das ist aus meiner Sicht heute auch von der einzelnen Religion abzulösen, dass ihnen das Spirituelle erstens auch ohne einen religiösen Kultus aus meiner Sicht für den Menschen erlebbar ist und dass wir eben einen Zugang und der eine nimmt ihn über die Natur, der andere nimmt ihn über die Philosophie, der andere nimmt ihn über die Religion, aber dass das Spirituelle ja etwas ist, wo ich mich öffnen muss und dass es deshalb um die Haltung geht, wie ich mich gegenüber der Welt und Umwelt verhalte und das bedeutet, sehe ich in dem anderen Menschen auch ein spirituelles Wesen, welches ich begegnen will und sehe ich auch gegenüber der Erde dies als ein spirituelles Wesen und daher kommt es mir darauf an, dass wir wieder dialogisch werden und dass wir nicht glauben, die einzigen, sondern da gibt es ja glücklicherweise viele, viele Richtungen heute, wo man merkt, die Menschen wachen auf und das Spirituelle ist sozusagen überall spürbar, aber wir müssen es jetzt auch bewusst ergreifen und müssen es auch wieder führen und müssen aber auch gucken, wo wir verführt werden, wo uns die Angst treibt, die, glaube ich, zurzeit noch die Politik in ihren Maßnahmen, in ihren Antworten auf Covid-19 betreibt. Und daher glaube ich, sollte der Dialog wieder gestärkt werden und die Differenzierung und nicht die Polarisierung, die wir zurzeit erleben. Dass wir viel mehr unabhängig von der Politik, vielleicht auch ähnlich wie in so einer Pandemie,
aber auch für die ökologische Frage auf unsere eigene Kompetenz schauen und gucken, was können wir denn in unserem Umfeld machen und nicht auf die große Lösung, eben sei es vom Virologen oder eben sei es auch von einem klimarettenden, einer Regierung erwarten. Also, wie kann letztendlich so ein Krankenhaus oder eine andere Region anfangen, selber Verantwortung zu übernehmen? Das ist ja ein Grund, weswegen wir als Krankenhaus gesagt haben, wir wollen hier ein klimaneutrales Krankenhaus werden in den nächsten 10 Jahren, weil wir selber Verantwortung übernehmen wollen. Und ich glaube, das ist so ein Schritt, den ich in dieser Richtung als einen aktiven Beitrag sehe und wünsche mir, dass das Schule macht und immer mehr andere Krankenhäuser oder soziale Einrichtungen oder Gesellschaftsgruppen sagen, wir haben eine eigene zellulare Struktur, in der wir arbeiten können, sind aber offen und haben diese Kompetenz, im Austausch mit Andersdenkenden und Andershandelnden zu bleiben, ohne uns selber zu verlieren. Also nicht in diesem Wir sind die, haben die einzige Lösung, sowohl als Anthroposophen, wie aber auch andere Glaubensrichtungen vielleicht. Vielleicht kommen wir jetzt zum Abschluss und da würde ich sagen, was habe ich aus der Pandemie mit Covid-19 gelernt? Das erste ist, dass es wie ein Sinnbild ist, dass Salutogenese und Pathogenese zusammengehören. Und dass ich nur pathogenetisch oder problemorientierte Lösungen nicht gut sind und dass eben Lösungsorientierungen und dann auch salutogenetische Dinge nicht Widerspruch sind. Also Pathogenese schließt nicht die Salutogenese aus. Sich problemorientiert zu verhalten, schließt ja nicht auch aus, lösungsorientiert zu sein. Und das, was wir eben sehen, dass die verschiedenen Sichten und dass die Wissenschaft heute so differenziert ist und dass wir auch so viel wissen, auch in kurzer Zeit, und wir müssen ja auch sagen, was jetzt mit den Impfungen entstanden ist, in so kurzer Zeit, ist ja nochmal ein gewaltiger Know-how-Vorsprung. Wir haben die mRNA, wir haben die Vektorimpfungen entwickelt innerhalb von einem Jahr, wo man sagen muss, das hätte sich vorher keiner zugetraut, dass die Medizin so schnell Antworten geben kann. Wir sehen also, wir sind heute auf einem höchsten wissenschaftlichen Niveau. Wir haben aber auch gesehen in der Pandemie, dass wir nicht zum Dialog gekommen sind, dass wir nicht zum Austausch gekommen sind, sondern die einzelnen Sichten wurden nebeneinander gesetzt und wurden wie Wahrheiten verkauft. Und das, was für mich ist, dass eben so wie Pathogenese, Salutogenese in der integrativen Medizin die Brücke baut, so kann eben auch im Sozialen, gibt es nicht richtig oder falsch, es gibt ja nur das Angemessene, dass wir sehen müssen, die Polarisierung kann nur durch Differenzierung und die einzelne Hochspezialisierung kann nur durch Kommunikation und kann durch Infragestellung des einen Blickrichtung oder aber auch, was kann ich von der anderen Fachdisziplin lernen? Wie kommen wir wieder zum Dialogischen? Wie können wir zum Zusammenwirken kommen? Dass das sozusagen aus meiner Sicht wichtig wäre, wenn wir eben die verschiedenen Gruppen auch aus der Pädagogik, aus der Medizin, aus der Wirtschaft, wenn wir sie eben auch nicht nur durch Ministerpräsidenten symbolisiert diskutieren hätten, sondern wenn wir gesellschaftlich diesen Dialog gemacht hätten. Ich glaube, wir als Zivilgesellschaft sind weiter gewesen in der Verantwortungsübernahme, in den Diskurs, Dinge auch differenziert zu verfolgen, als es jetzt für uns stellvertretend 16 Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin gemacht hätten. Also mein Aufruf ist eigentlich, lasst uns die Zivilgesellschaft stärken, dass der Einzelne Verantwortung für sein Handeln, sich gegenüber, der Gesellschaft gegenüber, aber auch der Erde gegenüber als Organismus und damit die ökologische Frage auch damit ist. Also wir müssen in den Dialog kommen und das, was eben eingetreten ist jetzt unter der Pandemie, kann ich nur tief bedauern, weil es eben sozial polarisiert hat und entsprechend keine gute Antwort war. Ja, ich kann das vielleicht auch abschließend so sagen, die Pandemie ist jetzt da und die Krise und die Polarisierung, die wir erleben, die können wir nur erstmal zur Kenntnis nehmen. Aber wir können jetzt versuchen, auch Antworten zu geben in dem Sinne, dass wir einen Lernweg vor uns haben, den wir schleunigst antreten sollten, nämlich in dieses, was du jetzt gesagt hast, aus der Polarisierung herauskommen, eigentlich in einem anderen Wort auch in der Natur, aber auch wir als Menschen physiologisch lernen können. Covid-19 ist ja eine Atemwegserkrankung. Und ich würde sagen, es ist eigentlich auch ein Lernweg, der uns zeigen kann, dieses physiologische Atmen, wo wir ja mit Sauerstoff und CO2 auch in einer Auseinandersetzung sind, die Natur in uns hineinnehmen, nämlich den Sauerstoff dafür als Lebensgrundlage nehmen, selber auch CO2 ausatmen
und dass es sozusagen ein physiologischer Kreislauf ist. Und dieses physiologische Atmen kann auch ein seelisches Atmen besser verstehen lernen. Denn das, was du beschrieben hast, ist eigentlich auch eine Form von Atmen mit der Natur oder ein Atmen im Sozialen. Also sich selber nicht verlieren, in eine innere Resonanz gehen können, aber auch die Welt nicht verlieren und aus der Welt wiederum in eine Resonanz zu sich selber zu kommen. Und insofern könnte Covid-19 in diesem Sinne auch jetzt eine gesellschaftliche Dynamik entfalten, ökologische Katastrophe, die über Covid weit hinausreicht, die größte menschheitliche Katastrophe überhaupt werden wird, wenn wir nicht eine große und dramatische Änderung unseres Verhaltens einleiten, jetzt in diesem, ich nenne es jetzt mal kleinen Covid-Problem im Vergleich zu diesem großen Klimaproblem in Beziehung setzen zu lernen, dann hätten wir eine Chance, glaube ich, aus der Sache gut rauszukommen. Aber das heißt, zusammengefasst, der Atmungsprozess zeigt ja, Innen- und Außenwelt begegnen sich und tauschen sich aus. Und dieser Austausch des Atmens gibt es auf der physischen Ebene, wo wir medizinisch Pathogenese, Salutogenese haben. Den gibt es auf der sozialen Ebene, das Individuum und die Gesellschaft, was zum Erliegen gekommen ist. Kein Dialog, Lockdown. Das gibt es auf der kulturellen Ebene, der geistige Austausch. Und deshalb kann Covid uns nur anspornen, wieder in einen Dreiklang der Atmung zu kommen zwischen dem physischen, sozialen und spirituellen. So ist es. Vielen Dank.